Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part. Boah, hat das Rennen ein bisschen länger gedauert. So, Extreme Truth. Extreme Wahrheit. Natürlich in Blau. Mit dem wir auch vorher den Sieg hatten. Oder für mich war es vielleicht vorher, aber für euch wird es ein paar Tage sein. Außer ihr schaut die dann alle am Stück. Endlich die Abkürzung mal erwischt. Ah. Kommen Sie hin, kommen Sie ran, sagt man so schön. Ich habe genau 3 Minuten. Und immer schön auf dem Gegenverkehr bleiben. Und je länger ich unfallfrei bleibe, desto schneller komme ich durch. Ja, mit Silber kann ich zufrieden sein. Hätte schlimmer laufen können. Nice, neue Belohnung. Oh, den Carrera GT. Also, boah, der böllert rein. The Ultimate Road Car und Time Machine. Enforcer Performance. Boah. Hoffen wir mal, mit dem Kollegen kriegen wir hier. Um weitere Rennen freizuschalten, muss ich jetzt auf Rang 1 kommen überall. Ja Gott, das wird schwierig. 14 Uhr tagsüber. $4,29.
Hoffen mal, dass ich das unterbieten kann. So, schon früh auf die Gegenverkehr. Um Nitro zu sammeln. Und gleich mal hier schön mit High Speed durchheizen. So macht man das und nicht anders. Auf Platz 2 und Unfall entkommen. Der funktioniert der Offroad bis jetzt 1A. Wenn die schön auf der Straße fahren, kann ich einfach ganz gemütlich Offroad durchhämmern. Weil die zwei da vorne kriege ich auch noch. Aus dem Weg, Bumblebee. Da wollte ich nämlich gerade reinfahren. Müssen wir es nochmal probieren. Zweiter. Ich nehme jeden Punkt mit.
Ah, ich will eh noch Coast to Coast. Der DBS Volante. Ja, logischerweise. 9,8 Kilometer, Coast to Coast. Was sind die Abkürzungen hier? Deswegen gehe ich auch immer schön runter von. Jawohl. Haben wir kurz Platz 1 Kopfgeld gesichert. Kommen Sie hin, kommen Sie ran. So. Geht doch, geht doch, geht doch. Ja, ich habe jetzt schon 1070 Kopfgeld. Nice! Oh, 1000. Oh. Und natürlich, wie viel langsam im Gegenverkehr bleibst. Alter, da war das passiert, wenn du geisterfest im Gegenverkehr bleibst. Ich wollte es mal vorgemacht haben. Ich wollte nur wissen, okay, wie lange halte ich es im Gegenverkehr aus, ohne Crashfest, jawohl. Der wird nicht in einem Stück ins Ziel kommen. Aber schön wär's, wenn der in einem Stück ins Ziel kommt. Oh, nicht mal mehr 2 Sekunden hinter dir, Kollege. I'll be back on position. Ich versuche mit verschiedenen Wagen zu fahren. Boah,
Ja, 2 Sekunden vorm vierten ist ganz klar. Und dritten, der dritte hängt mir am Arsch, ich hänge dem ersten am Arsch. So gehört sich das. Man geht sich gegenseitig gewaltig auf die Nerven. So, und jetzt erstmal Nitro rausheizen. 1,43 Sekunden, die habe ich schnell wieder drin. Ja, war das knapp jetzt! Da ist irgendwann mehr Blatt und Papier zwischenlegen können. Was kriegen wir denn für einen schicken Wagen? Ach, Galados Beider! Lamborghini. Lamborghini. Die bauen doch Traktoren. So, vor 12 vor Victory. ...1,35 ist die maximal mögliche Zeit. Aber erstmal mal schauen, was habe ich denn noch mal hingezaubert? Was habe ich da hin? Ach, 1,35,61! Alles klar, das habe ich da hingezaubert. Alles klar, weiß Bescheid. Ich entsinne mich. Immer schön auf die Tube drücken. Nice! Das war jetzt ein guter Drift. Zwei Sekunden unterboten, ohne Unfall. Okay, ein bisschen die Wand geknutscht, aber hey. Unterboten ist unterboten. ...442.000. Passt, hier haben wir alles. Sandtimer und hier noch die Performance. Den Bugatti, den nehme ich in komplett schwarz. 3,30. Wie viele Kilometer sind's? ...18,4 Kilometer.
Mal schauen, wie viele Kilometer ich jetzt gut machen kann, wenn ich mein Nitro verböller. Der dürftet sich aber echt ganz schön angenehm. Der dürftet sich aber ganz schön angenehm. Das muss ich anmerken. Der dürftet sich ganz schön angenehm. Alter Vater. Mit so einem Teil bist du echt in Need for Speed am liebsten Geisterfahrer. Weil wie viel der auf der DFD gerade raufzimmert. Ja, geilomat. Weil so ein Bugatti, was der dir da draufzimmert. Das ist ja nicht feierlich. Jetzt gleich wieder. Die Kilometer fahren sich ja mit dem wie nix. Kannst du ja noch nebenbei eine Abkürzung nehmen. Das macht dem Bugatti ja gar nichts aus. Vor allem, wenn du die gerade ja nur so runter. Wenn du die quasi wie gefühlt die Mitte runterrennst. Dann rennst du ja quasi wirklich gefühlt die Mitte runter. Heiliges Kanonenrohr. Mit dem Teil rennst du die Mitte runter. Nice. Ich sage mal Level up. Neuen Wagen. Level up. Alter. Level 8. Oh, Königsex, CCX, Hyper Series. Nice, du. Alter. Jetzt machen wir noch eine Ultimative Open. Nice. Ich hoffe, der fährt sich genauso geil wie der Bugatti, weil der Bugatti also auf der Gerade rennst du einfach die Mitte runter. Scheiß auf jeden Turm, scheiß auf jeden Minion. Du rennst einfach nur in die Mitte runter. Rennst du mit dem Jungen auch die Gerade einfach die Mitte runter? Ich glaube, wir rennen mit dem Jungen wohl nicht nur die Mitte runter, mit dem rennen wir sogar die Kurve ab.
Alter! Ja, was liegt der denn cool in, gut in der Kurve? Und jetzt wieder die Mitte runter. Alter, ist wirklich bei dem eine Mischung aus geiles Drift und schön die Mitte runter. Da ist mir jetzt auch wurscht, dass ich Gold nicht schaffe. Aber das war jetzt echt mein Fehler. ...1,55? Wow, lässt sich mit leben. Ja, komm, machen wir noch mit dem. Machen wir noch mit dem... Spielen wir noch ein bisschen mit der La Polizia... Und dann ist auch schon wieder Ende angesagt. Ach so, der Kollege. So, Jungs. Das dürfen wir die Jungs jetzt nicht nachtragen, aber ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders. Ihr habt mir gerade Bestzeiten gekostet. Ich brauche den Rettungsdienst. Jetzt darf ich wieder aufs Nitro drücken. Auch wenn ihr das Turnusgenehmigungs natürlich anders seht. Ja, halt die Klappe. Nicht wundern, im Hintergrund läutet gerade meine Uhr, die mich... daran erinnert, ich sollte mal langsam zum Ende kommen.
Oh, 3 Minuten und 19. Ja, fahr können, Fahrschmöben. So, da lag. Genau hier werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.